Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für die nächsten 2 Wochen. Diese Legung ist für den Zeitraum gültig vom 28. Oktober bis zum 10. November. Es sind die ersten 2 Wochen im November ungefähr und wir sind mitten in der Skorpionzeit. Zudem haben wir auch Feiertage in diesem Jahr, in diesem Zeitabschnitt. Und zwar den Reformationstag bzw. Allerheiligen bzw. Halloween. Und das Interessante ist auch, dass am 1. November ein Neumond stattfindet und sich dann auch die Energien wieder neu aufbauen. Lieber Widder, wir wollen uns ansehen, wie diese Zeit für dich werden wird und mit welchen Energien diese Zeit für dich begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so zeigen, was ich dir über die Karten sagen kann, lieber Widder. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen zusammen die Zeit für den Widder ansehen. Okay, wir brauchen jetzt nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann beginnen. Okay, lieber Widder, was haben wir hier so? Der Teufel, eine sehr energiegeladene Zeit wird es für dich werden. Und in dieser Zeit werden deine Gefühle, deine Begehren, dein Wille, deine Wünsche besonders in den Vordergrund treten. Dein Verlangen auch, ne? Und da kommt es dann sehr darauf an, auf was sich das so richtet, was so deine Ziele sind, was deine persönlichen Intentionen sind. Aber es ist eine gute Gelegenheit für dich, hier genauer hinzuschauen und deine Beweggründe, deine wahren Motivationsgründe zu ergründen. Und man kann so sagen, sich auch mit seiner Schattenseite auseinanderzusetzen. Schattenseite klingt zunächst erstmal so, als wäre sie etwas, als wären diese Schattenseiten etwas Negatives, aber sie sind eigentlich nur im Schatten, weil wir sie schon länger nicht mehr betrachtet haben oder einfach nicht betrachten wollten über längere Zeit. Aus ja, verschiedenen Gründen. Dabei verbirgt sich in diesen Schatten oft ein wertvolles Potenzial, ein wertvoller Antrieb, der auch sinnvoll kanalisiert werden kann. Und wenn dir das gelingt, hier Licht ins Dunkel zu bringen, hier deine eigenen Schattenseiten zu ergründen und diese in Liebe anzunehmen, kannst du viel aus dieser Energie machen. Dann kann das eine wirklich energetisierende Zeit sein, die voller Lebendigkeit ist, voller Lebensfreude, Lebenswunsch auch, Lebenswille. Ne? Ja, es könnte hier sein, dass es ein Thema gibt, ein Projekt, ein berufliches Projekt, ein Vorhaben, welches deine gesamte Energie aufnimmt, ne? Wo du deine ganze Energie reinbringen kannst, dein Ehrgeiz, deine Leidenschaft. Es könnte aber auch sein, dass eine Liebe sich in diesen Wochen in deinem Leben einstellt, die von sehr starker körperlicher Anziehungskraft geprägt ist und ja, sehr starker Leidenschaft, ne? Wir schauen mal, welche weiteren Hinweise uns diese Karten geben. Na, es deutet schon eher auf eine neue Liebe hin, aber auch auf neue berufliche Möglichkeiten. Also hier Doppelass, ne? 2 Asse auf der emotionalen Ebene und auf der materiellen Ebene. Könnte für beide sprechen, könnte sein, dass sich in beiden Bereichen deines Lebens neue Dinge zeigen. Das Ass der Kelche steht für neue Gefühle, ne, die sich im Laufe dieses Zeitraumes in dir ergeben, in sich in dir entfalten, dass du eine neue Liebe kennenlernst oder neue Liebe in deiner Partnerschaft empfindest, auch neue Liebe zu dir selbst, ne?
zum Leben selbst und zu deiner Familie, zum Freundeskreis, je nachdem. Aber in dir erwachen neue Gefühle, ne? In dir erwachen neue Gefühle, die sich dann natürlich auch weiterentwickeln werden. Gepaart ist diese Energie mit den Ast der Scheiben und das ist auch ein Neubeginn, etwas Neues, eher auf der Ebene des Materiellen. Und oft bedeutet das Ast der Scheiben ein neues Jobangebot oder eine neue jobberufliche Möglichkeit, eine neue Perspektive, mehr Stabilität im Leben zu erreichen, beziehungsweise eine neue Finanzquelle zu erschließen. Aber in Beziehung, diese Karte kann auch ein Hinweis auf Beziehungen sein, zum Beispiel neue Pläne mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in der Zukunft Stabilität zu erreichen. Vielleicht geht es hier auch um ein Versprechen. Der Teufel kommt manchmal mit einer Verpflichtung einher, ne? Vielleicht verpflichtet man sich dazu, zusammenzuziehen, ne? Die Idee zusammenzuziehen oder gemeinsam ein Haus zu bauen oder ja, irgendwie etwas an seinen Lebensumständen innerhalb der Partnerschaft zu verändern. Etwas, was mehr Stabilität in der Zukunft verspricht. In der Vergangenheit zeigt sich hier eine Königin der Stäbe. Und das ist eine Personenkarte, die auf eine andere Person in deinem Leben verweisen kann. Oder auf dich persönlich. Oder manchmal ist es auch parallel beides gleichzeitig. Ne? Die Königin der Stäbe könnte sehr gut auf dich verweisen, weil die Königin der Stäbe entspricht der Feuerenergie und du bist ja auch ein Feuerzeichen, lieber Widder. Und das würde dann bedeuten, dass es hier eine gute Gelegenheit in der Vergangenheit gab, in der du dich als Person positionieren konntest, auf authentische Art und Weise. Du konntest zeigen, wer du bist, du konntest zeigen, was in dir steckt. Und hast so Selbstverwirklichung erfahren und persönliches Wachstum, persönliche Reifung. Die Königin der Stäbe kann aber auch parallel sich auf eine andere Person beziehen und dieser Person wärest du dann begegnet oder diese Person war besonders wichtig in den letzten Wochen für dich und diese Person kann dann wie du auch ein Feuerzeichen sein, vielleicht ein anderer Widder, Löwe oder Schütze. Auch eine Person wäre denkbar, die unabhängig von ihren Sonnenzeichen einfach sehr viel eigene Feuerenergie gezeigt hat, vielleicht besonders dir gegenüber, ne? Die Königin kann auch eine männliche Person sein, hier geht es um den Reifegrad. Das ist eine Person, die schon viel erreicht hat im Leben und gesetzt ist und weiß, wer sie ist, weiß, was sie will. Eine Person, die bereits einiges an Macht gewinnen, also die Macht hat im Leben, ne? Selbstermächtigung, eine selbstständige Person, die einfach auch sehr viel Strahlkraft und Ausstrahlung besitzt. Und wir schauen uns diese Person mal genauer an. Okay, für die Königin der Stäbe, ob sich diese Personenkarte auf dich bezieht und oder dein Gegenüber. Es war für die Königin der Stäbe so, dass eine Lebensphase zu Ende gegangen ist und irgendwie auch erfolgreich zu Ende gegangen ist. Also irgendwie hat diese Person einen Erfolg erlebt. Im Zuge dieses Erfolges, das ist so parallel geschehen, hat diese Person eine wirklich gute Idee bekommen oder eine sehr gute Erkenntnis, ne? Eine Einsicht, etwas ist dieser Person aufgefallen, etwas hat diese Person erfahren vielleicht auch, ne? Etwas ist ans Licht gekommen. Und das war auch Teil des Erfolges, das hat auch dazu beigetragen, dass diese Phase zum Abschluss gekommen ist. Das hat aber auch gleichsam das Neue angekündigt, welches sich in dieser Woche jetzt besonders, oder in diesen Wochen, diesen zwei Wochen wirklich deutlich zeigen wird. Ne? Dieses Ast der Scheiben ist der Grund, warum hier das Ast der Kelche und das Ast der Scheiben hier zum Entstehen kommen. Man sieht hier wirklich einen sehr engagierten Neuanfang, ne?
in vielerlei Hinsicht. Und in deinen Gedanken befindet sich hier ein Prinz der Schwerter, lieber Widder. Und du machst dir Gedanken um eine Schwerterperson, ne? Eine Luftperson womöglich, Waage könnte es sehr gut sein, Wassermann oder Zwilling. Oder eine Person, die, bei der du das Gefühl hast, dass sie viel Luftenergie hat, aus deiner Perspektive. Ne? Das wäre dann so ein bisschen unabhängig vom Sonnenzeichen dieses Menschen. Der Prinz kann eine sehr junge Person sein in deinem Leben. Vielleicht ist es hier dein Sohn oder deine Tochter. Vielleicht auch eine Person, die jünger ist als du oder einfach aktuell, unabhängig vom Alter, die eigene jugendliche Seite wieder neu erlebt und auslebt. Du machst dir auf jeden Fall Gedanken um diesen Menschen und ich gehe eher davon aus, dass es sich um jemand anderen handelt in deinem Leben als um dich. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass der Prinz der Schwerter auch Wesensseiten von dir beschreibt und dass du dir um diese Wesensseiten in dir selbst Gedanken machst und nicht um eine andere Person. Das wäre auch durchaus denkbar. Der Prinz kann natürlich eine weibliche Person sein. Es geht hier darum, dass das kindliche Naturell dieses Menschen ist oder eben dieser Mensch wirklich jünger ist. Aha, und der Prinz der Schwerter denkt an eine Königin der Scheiben. Und das könnte hier mit dieser Königin der Stäbe natürlich in Zusammenhang stehen. Ne? Könnte natürlich auch eine weitere Person sein, das wäre denkbar. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese beiden Königinnen in Zusammenhang stehen und auch auf dich verweisen. Tatsächlich, lieber Widder, von allen Feuerzeichen hast du am meisten Erde und diese Person kennt deine Erdeseite. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, zumindest, dass dieser Mensch an diese Erdeseite denkt. Und dann an dich denkt. Die Königin der Scheiben steht manchmal ganz allgemein für einen stabilen Beziehungspartner oder jemanden, der treu an seiner Seite steht, einen treuen Freund, eine treue Freundin, eine Vater, eine Mutterfigur. Ne? Das würde dann bedeuten, dass dieser Mensch dich als sehr zuverlässig, sehr stabilisierend wahrnimmt und ja, einfach auch deine gelassene, deine ruhige Seite kennt und weiß, dass du recht fürsorglich bist und dass man sich auf dich verlassen kann. Und hier ist Liebe im Spiel, ne? Hier ist Liebe im Spiel. Freie Liebe, echte Liebe, ein sehr schöner harmonischer Einklang, ne? Man begegnet sich hier von den Herzen her auf Augenhöhe, ne? Respektvoll. Man ist im Einklang miteinander, das ist hier sehr, sehr schön. Das ist auch unabhängig davon, wie euer Verhältnis ist, ne? Ob das jetzt in der Familie ist, im freundschaftlichen Sinne. Es kann aber natürlich auch eine romantische Liebe bedeuten, ne? Man sieht hier auf jeden Fall, dass diese Liebe zwischen euch beiden sehr frei ist, sehr im Einklang aktuell ist und sein wird, ne? Dass sich hier etwas harmonisiert, dass man sich vielleicht auch miteinander versöhnt hat. Das Universum steht auch für eine Versöhnung. Oder dass man sich tiefer miteinander verbunden hat, ne? Dass das Verständnis zueinander jetzt vertieft ist. Und das könnte natürlich der Grund für einen neuen Anfang in deinem Leben sein, ne, lieber Widder. Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, dass durch diese Harmonisierung plötzlich die Perspektive zwischen euch beiden anders aussieht, ne? Aha, in dein Unterbewusstsein eine Prinzessin der Scheiben. Diese Prinzessin könnte mit dem Prinzen der Schwerter im Zusammenhang stehen. Besonders wenn es hier um einen Menschen geht, der Jungfrau oder Zwillinge ist, könnte das der Fall sein. Natürlich könnte hier auch noch eine weitere Person eine Rolle spielen. Natürlich könnte auch diese Karte für deine Energie verweisen. Und das ist eine Facette von dir, die bislang vielleicht noch nicht richtig im Vordergrund stand. Ne? Vieles ist hier denkbar. Diese Prinzessin der Scheiben ist auf jeden Fall in deinem Unterbewusstsein verankert. Und wenn es sich hier um eine andere Person handelt, dann seid ihr von euren Seelen her sehr, sehr stark miteinander verbunden. Und diese Person bräuchte nicht unbedingt
physisch in deinem Leben anwesend zu sein, damit ihr euch verbunden fühlt. Ihr seid von den Seelen her miteinander verbunden. Ne? Die Prinzessin der Scheiben kann aber auch genauso gut eine Wesensseite von dir beschreiben. Vielleicht auch irgendwie, ja, du bist hier wahrscheinlich die Königin. Und vielleicht ist das hier eine Sehnsucht deinerseits danach, wieder eben die mehr jugendlichen Energien zu zeigen und ausleben zu können, ne? Nach einer gewissen Zeit. Die Prinzessin der Scheiben kann natürlich auch eine männliche Person sein, ist eine sehr ruhige Person, eher introvertiert, besonnen nachdenklich, eine Person, die für Ordnung, für Struktur sorgt, sehr besonnen lebt, sehr besonnene, vernünftige Entscheidungen trifft, ne? Eher ein vorsichtiges Naturell ist, eine Person, die für Ordnung sorgt, Ordnungssysteme aufbaut und mit sehr viel Geduld und Gelassenheit sich der Realität annimmt, ne? Und wir schauen uns diese Person auch mal noch genauer an. Die Prinzessin der Scheiben denkt an die Prinzessin der Scheiben. Ja, ich habe vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass diese Person ist tatsächlich nicht so präsent in dieser Zeit, in diesen 2 Wochen in deinem Leben sein wird. Aber das hat Gründe. Diese Person scheint wahrscheinlich Probleme zu haben, die sie selbst lösen muss. Und muss im Moment angesichts dieser Probleme einfach an sich selbst denken und auch über sich selbst nachdenken, ne? Selbstreflexion sieht man bei diesen Menschen, dass dieser Mensch auch einiges dazu lernt aktuell, dass dieser Mensch für Ordnung im eigenen Leben sorgt, aber dass das nicht leicht ist. Hier gibt es viele Disruptionen von außen, viele Querschläge im Leben dieses Menschen, sehr viel Unordnung. Unordnung, die es diesen Menschen schwer ermöglicht. Also es braucht einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne? Diese Person muss gerade viel Aufmerksamkeit für das eigene Leben aufwenden. Ja, so habe ich schon den Eindruck, dass die Prinzessin dem Prinzen entspricht. Ne? Und vielleicht meldet diese Person sich jetzt ein wenig, also etwas weniger als sonst, aber es hat Gründe. Und diese Person denkt aber an dich, ne? Und irgendwie verstehst du das auch. Also irgendwie weißt du auch, was da los ist. Du kannst das nachvollziehen. Du hast dafür Verständnis, du fühlst das, dass das jetzt notwendig ist, dass diese Person sich auf ihr eigenes Leben für diese Zeit fokussiert. Schau mal, wie es weitergeht. Ja, du machst dir darüber keine Sorgen, das ist gut. Ganz im Gegenteil, du bist eigentlich sehr glücklich über diese Entwicklungen, die sich zeigen in dieser Woche. Besonders in der ersten Woche wirst du sehr glücklich sein um den Neumond herum. Ne? Und da wirst du doch sehr das Emotionale in deinem Leben sehr genießen können. Und du findest diese Entwicklung einfach sehr gut und richtig, die sich hier so zeigen. Ja, du wirst besonders das Emotionale und die Liebe und den Einklang richtig intensiv spüren können und vertraust dieser Entwicklung auch, zeigst hier auch Hingabe und genießt diesen aktuellen Zustand sehr. Ich glaube, es tut dir auch ganz gut, dass diese Person, mit der du es hier zu tun hast, ihre Aufmerksamkeit auf das eigene Leben richtet und versucht, hier doch die Probleme selbst zu lösen. Und es erzeugt bei euch auch eine positive Ausgewogenheit. Ne? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist dieser Person
in der Vergangenheit immer ein bisschen voraus gewesen vielleicht, hast vielleicht alles ein bisschen besser hinbekommen als diese Person oder hattest einfach weniger Probleme und sahst dich selbst immer in der Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Oder irgendwie so war das Verhältnis. Und ich denke, genau das hat sich jetzt geändert. Das hat sich jetzt geändert. Dieser Mensch ist jetzt mehr in der Lage, sich selbst zu helfen und weiß auch jetzt, wie wichtig es ist, sich selbst zu helfen. Und es gelingt diesem Menschen auch. Dieser Mensch ist ein bisschen chaotischer als du, ne? Oder jünger oder irgendetwas in der Art, ne? Oder unreifer. Aber das wird sich verändern. Das ist im Prozess und du spürst das. Du hast auch Vertrauen zu diesen Menschen und lässt diesen Menschen auch sich selbst diesbezüglich ausprobieren. Und das bereinigt viel in eurem Verhältnis. Dadurch werdet ihr euch ebenbürtiger, ne? Dadurch werdet ihr stellt sich zwischen euch beiden eine Balance, ne? Und das tut euch beiden einfach sehr, sehr gut und das erzeugt auch diese ganzen positiven neuen Gefühle in dir auch, ne? Und zwischen euch beiden auch. Also das tut der Liebe zwischen euch beiden sehr, sehr gut. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Mond. Der Mond ist jetzt eine Überraschung. Der Mond ist hier eine Überraschung. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Einige Probleme sind zwischen euch beiden gelöst, aber noch nicht alle. Es gibt hier noch einen großen Brocken, den ihr beide bislang noch nicht angetastet habt. Und auch nicht antasten wollt. Also da gibt es noch eine gewisse Verdrängungstaktik oder man geht dem aus dem Weg. Und das ist für eine gewisse Zeit auch in Ordnung, aber ich glaube, zum Ende dieses Zeitraumes, ja, irgendwann so ab dem 5. November würde ich schätzen, wird es doch notwendig. Oder dringlich, ja, gibt es Situationen, die das Meer offen decken. Die Sache ist die, ihr habt ja schon bereits einige Probleme gelöst und ihr habt euch auch versöhnt. Und vieles löst sich in dieser ersten Woche, aber das offenbart, also das ist dann quasi, als hätte man eine Oberfläche abgearbeitet. Man ist ja als Person und auch Beziehungen nie frei von Problemen. Ne? Es gibt immer irgendwelche Verstrickungen. Und ich habe den Eindruck, jetzt habt ihr eine Ebene erfolgreich abgearbeitet, was ein toller Erfolg ist. Und ihr merkt ja auch das positive Ergebnis, aber da ist noch ein Thema, was darunter liegt. Und das kommt dann mehr zum Vorschein plötzlich. Ne? Das kommt mehr zum Vorschein und das könnte, lieber Widder, dir sogar auch ein bisschen Angst machen. Je nachdem, um was es hier geht. Ne? Aber es könnte irgendwie eine. Ja, das ist natürlich sehr individuell, um was für ein Problem es sich hier handelt. Ne? Aber es kommt hier auch etwas zutage, der. Teufel spricht auch manchmal von so toxischen Strukturen, die manchmal eine Rolle spielen könnten. Hier gibt es eine Gelegenheit, diesen näher zu ergründen. Und das ist eigentlich dann gerade schön, sich dieser Thematik zuzuwenden, wenn das Verhältnis gut ist. Ne? Und im Moment habt ihr ein gutes Verhältnis. Es ist sehr harmonisch und im Einklang. Und es ist eine gute Gelegenheit, um hier noch ein bisschen tiefer zu blicken. Ich kann dir auf jeden Fall lieber wieder den Tipp geben in dieser Situation. Ehrlichkeit währt am längsten und sei ehrlich zu dir selbst und versuche dies ehrlich den anderen gegenüber zu kommunizieren.
man läuft natürlich die Gefahr, man hat ja, man ist immer in der Gefahr, dass man sich zu transparent macht und dadurch angreifbarer wird und verletzbarer. Aber dieses Risiko ist es wert, für die Liebe einzugehen. Und du hast es hier ja mit jemandem zu tun, den du liebst und den du vertraust. Und ich denke, mit Kommunikation und Ehrlichkeit kommt man hier sehr weit. Ehrlich zu seinen Gefühlen auch zu stehen, auch zu den positiven Gefühlen, ne? Also bei den Mond geht es hier darum, wirklich mutig einen neuen Weg der Liebe zu gehen, ne? Und damit auch ehrlich eben zu seinen Gefühlen zu stehen, zu allen seinen Gefühlen, ne? Und es ist ein neuer Weg, der einen unsicher vorkommt zunächst einmal, aber es ist ein neuer Weg und man kann nicht wirklich absehen, wohin ein dieser Weg führt. Er führt einen in eine neue Zukunft, auf einen neuen Pfad, ne? Und ich sehe hier deutlich, dass du auch dich auf einen neuen Pfad befindest, ne? Und da weiß man halt nie, was am Ende, wo man dann am Ende rauskommt. Aber in der Regel macht man tolle Erfahrungen, ne? Also in der Regel, wenn man ein neues Land entdeckt, ist es wunderschön. Aber es gibt natürlich keine Garantie dafür. Wichtig ist einfach, dass du diesen Weg auch wirklich gehen willst. Das sieht man. Das kannst du überprüfen, wenn du in dich hineinhorchst, ne? Dass du diesen Weg auch wirklich gehen möchtest. Ja, du erhoffst dir schon hier eine tolle Dynamik, ein harmonisches Miteinander, dass die Sache rund läuft, ne? Dass es harmonisch ist. Ja, das hoffst du und das erwartest du auch ein bisschen, damit rechnest du schon auch ein bisschen und ich glaube, das kannst du auch. Zum Ende der Zeit ein Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist sicherlich hier jetzt eine Facette der Königin der Stäbe oder es ist ein neuer Mensch oder diese Person wird zum Ritter der Stäbe, was ich ein bisschen für unwahrscheinlich halte. Vielleicht ist es auch ein anderer Mensch, ne? Dem Ritter der Scheiben wirst du auf jeden Fall begegnen, den wirst du treffen, mit dem wirst du dich verabreden oder ihr werdet irgendwas unternehmen. Und der Ritter der Stäbe ist natürlich auch ein Feuerzeichen, Schütze, Widder, Löwe oder ein Mensch, der dir eben vorkommt wie ein Feuerzeichen, der im Moment sehr viel Feuerenergie zeigt. Vor allem ist das ein Mensch, der in Aktion tritt, der die Sache angeht, der vorangeht, der etwas unternimmt, etwas in Bewegung setzt. Und voller Dynamik und Tatendrang ist. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Ja, dieser Ritter der Stäbe möchte das Richtige tun. Möchte das Richtige tun und möchte etwas tun, was den eigenen Werten entspricht, den eigenen Glaubensüberzeugungen. Ist auch bereit, hier sich selbst in Frage zu stellen und etwas Neues dazu zu lernen. Aber ist schon ein Mensch, der Werte leben möchte, ne? Der gut und richtig handeln möchte. Und tatsächlich wird dieser Mensch etwas entscheiden, was Liebe in diese ganze Situation bringt. Sehr ernsthaft, sehr gewissenhaft. Möchte dieser Mensch den eigenen Weg des Herzens finden? Ja, lieber Widder, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass du dieser Ritter der Stäbe bist, ne? Und dass dies hier diese Situation widerspiegelt von dem Mond. Ich habe das Gefühl, du redest mit diesen Menschen und du redest mit diesen Menschen gut, ehrlich und offen. Und das verbindet euch, ne?
Es ist auch mühselig, es ist auch eine Kraftanstrengung. Also, es geht jetzt auch, das Verhältnis wird jetzt nicht von heute auf morgen, also, oder diese Situation wird nicht von heute auf morgen geklärt, aber ich sehe schon, dass du Liebe in die Situation bringen wirst. Aber es ist halt kein Problem, keine Angelegenheit, die man so in einem kurzen Gespräch lösen kann, sondern es bedarf hier starke Bemühungen. Und du könntest dich zwischendurch durchaus erschöpft fühlen davon. Aber du solltest nicht aufhören, an diese Liebe zu glauben. Ja, das liegt halt natürlich viel daran, weil dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast, so viele Probleme hat, ne? So viele eigene Probleme. Und du solltest hier auch natürlich auch trennen, also zwischen dem Problem zwischen euch beiden und dem Problem dieses Menschen. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Mensch die eigenen Probleme selber in den Griff bekommt. Und da kannst du nicht so viel tun, ne? Oder solltest du auch nicht. Hier ist es sehr wichtig, da eine Grenze zu finden. Aber da ist auch viel zwischen euch, was beredet zu bereden ist. Und hier kann man richtig, richtig viel tun, um die Situation zu verbessern. Und du bringst Liebe in die Situation, das sieht man hier, ne? Vielleicht werden auch wichtige Entscheidungen dann auch daraufhin getroffen. Das hängt je nach Situation ab, ne? Glaub an das Unmögliche. Ja. Ja, es wird hier nicht so leicht, das Verhältnis, aber es ist so viel möglich, ne? Glaub an das Unmögliche, das neue Land hier, ne? Würde ich total unterstreichen. Lieber Widder, ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Weg ganz, ganz viel Erfolg und Glück und natürlich auch sehr viel Liebe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.